Mahlzeit, willkommen zurück bei Rodiger und MacWarrior Online und einem weiteren Tukayit-Event Rückblick-Video. Immer noch unterwegs mit den Leuten von Letztes Aufgebot Steine am dritten Tag des Events. Und wir sind, wie sollte es anders sein, mal wieder auf Wittrig Forge gelandet. Wir sind wieder im Angriff und diesmal sind wir aber schon ein bisschen mit gelichteteren Reihen unterwegs, denn es war schon sehr spät in der Nacht und manche Leute hatten sich schon ein bisschen zurückgezogen. Das heißt, unsere Gruppe bestand nicht mehr zum Großteil aus Premates, sondern zum Großteil aus Randoms. Und das gegen eine koordinierte Clan-Einheit. Wie das gelaufen ist und ob das funktioniert hat oder nie, seht ihr im nächsten Video. Viel Spaß damit. Haben wir ein Problem. Echt? Warum? Nach einer koordinierten Unit aus. Also zumindest. Ja, kein Teile. Voller Zwölfer, aber 1, 2, 3, 4, 5. 5 von BBYZ. Ja. Kennt jemand den Mandigore oder Mandigore? Der Name sagt mir was, wie Quarzsand zum Beispiel sagt mir auch was. Deathbond sagt mir was. Vor allem, guck mal, das sind fast alles Nebelpader. Ja. Das sind fast durchgängig Nebelpader. Ja, auch irgend so, die sitzen bestimmt auf irgendeinem Clan-Hub. Na sicher. Das ist hundertprozentig ein Zwölfmann. Ja, versuchen wir unser Bestes. Es ist unwahrscheinlich, dass es nur, was weiß ich, drei, vier Premates sind und der Rest durch Zufall alles derselbe Clan. Ich meine ja auch im generellen Leaderboard guckt hier, die Smoke Jaguars sind ja auch ganz vorne, was Gesamtpunkte angeht. Die haben ja, glaube ich, 22.000 oder sowas. Ja, die haben nächste ist dann 11 oder so. Die haben so viel wie die komplette Irrsphäre zusammen. Weapons online. Das finde ich halt immer ein bisschen ärgerlich, dass sich diese ganzen, Top-Units meistens um ein Ding immer gruppiert hatten, so in der Vergangenheit. Ich habe es halt wirklich ein AC-20 SRM-6 Highlander, ne? Also ich muss rein irgendwie. Ich hätte jetzt mehr Long Range drin zum Aufmachen, dachte ich. Aber die AC-5 gehen auch im Nahkampf ganz gut eigentlich. Das Doofe an der AC-20 ist, die ist halt echt heiß. Eine finde ich geht nur, aber zwei ist ganz schlimm. Ja, also wenn du bei Sven den Ghost Heat einberechnest. Ja. Das ist furchtbar. Die Anne Kingred mit zwei AC-20ern, die läuft nur mit den beiden AC-20, läuft die so heiß. Target acquired. Ekelhaft. Ja, das stimmt wirklich. Also. Und jetzt raten wir, aus welchem Land kommt Hater? Aus Deutschland? Ja. Ich würde es fast vermuten. Er macht sonst so viele Franzosen, wobei ich glaube, viele Menschen machen Franzosenwitze. Ach, das ist ja auch immer die Frage, ob das jetzt, wie das gemeint ist, weil zu lustiger Spaß ist das doch okay. Ah, ich glaube, diese Kapitulationswitze über Franzosen sind relativ verbreitet. Ja, eben. Ja, aber wenn man sich auch so dämlich in der Geschichte anstellt, darf man sich nicht wundern. Naja, also Bonaparte war, also die Franzosen waren schon immer tapfer. Ja, aber danach haben sie es dann ziemlich verkackt. Gestern wirklich haben wir abends auch tapfer gekämpft. Kann man nichts sagen. Ja, nicht, dass ich sie nicht geht's mag, auch. Aber... Geht's denke ich mehr so um Stereotypen? Gibt's ja, ja auch bei uns Deutschen. Es geht nur um so Stereotypen. Ja. Baguette mag ich, ja. Entschuldigt, was? Baguette, aber nur mit Kräuterbaguette. Eclairs, nee, heißen? Ich glaube doch Eclairs heißen die. Ja, die süßen, ne? Mit genau. Schoko und Sahne. Ich verballer mal meine Munition in den Generator, die werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. Ich hab übrigens gesagt, ich wollte eigentlich das Geld aufmachen. Stattdessen plaudere ich hier und schaue nur dumm darum. Ja, weil du an Eclairs denkst. Ja, verträumt. Es ist auch immer ganz schlimm mit dem grimmiger Pets hier. So Rieder postet in unserer WhatsApp-Gruppe, so was die als Leckeres gerade kredenzen bei sich im Gasthaus. Ja, das ist so ein bisschen nervig. Mal aus Spaß beide Generatoren aufmachen. Ja. Weil dann wissen die nicht so ganz, was wir da tun. Ne? Target spotted. Ja, ja. Target wissen destroyed. Wir das denn? Nein, aber anscheinend bin auch ich der Einzige, der auf das Ding schießt. Ja, irgendwie bist du. Ich bleib jetzt einfach mal bei dir. Ja, aber sei, so viel Munition... Sei du mein Teilzeit-Kaiser-Schrimp. Gott.
Ich will mein Headset nicht kaputt machen, Bierchen. Target. Ja, okay, die haben schon Lights oben auf der Zitadelle. Also wenn wir, egal durch welches Tor wir gehen, da oben, wo wir gerade die Targets hatten, da werden welche stehen und runter snipen. Ja. Das heißt, wir müssen entweder ganz weit rechts oder ganz weit links in Deckung gehen. Ja, immer schön an den Gebäuden entlang. Direkt an den Wänden. Ja, bitte. Okay. Geh da jetzt mal rein. Ja, ich bin hinter dir, Schwester. Ich bin auch hinter euch. Ja. Hopsa. Da ist nix. Der XL-Slide mir geht vor, das gefällt mir. Warte mal ein bisschen, ich hab jetzt keinen Bock zu opfern, bevor die überhaupt drin sind. Ja. Ja, die kommen schon nach. Ja, aber wenn ich tot bin, kommen die auch nach. Das ist unser Putsch auch immer so. Ach, da vorne, ja. Pizza Marauder. Aber wir haben immer noch Assaults, die vor der Tür stehen. Soll ich mal gleich einen UAV hosten? Das wäre nicht schlecht, ja. Jetzt direkt oder wo? Boah, der Biervampir gefällt mir, ne? Der geht mit Kataphrakts ins Community Warfare. Ja. Dann auch noch mit einem Ilya. Oh, da geht schon was. Gut, wenn wir gewinnen, kriegen wir natürlich auch mehr Geld, ne? Ja. Target spotted. Heute haben wir ja relativ viel gewonnen. Mit einer organisierten Gruppe kannst du das machen, das Ding geht ja richtig ab. Das ist halt nur ein bisschen Kutschi. Der Cutterfuck. Naja, jetzt nimmer, wurde ja gequirkt, aber... Genau. Früher war es gar nicht schlimm. Heute ist der echt... Marauder haut ab, Hast du einen New-Egg, Ilya, oder was ist das? Das ist jetzt der Ilya Mohamed, also der Hero. Ja, aber mit New-Eggs, oder? Ich glaube, er will wissen, ob du Ultras drin hast. Ach so, nee, normal 2 AC5 und 2 eher Large Laser. Ach so, weil ich habe mal meinen normalen 3 Ultra Ilya mitgenommen ins Community Warfare mit Fire Control. Ja. Und mit einer organisierten Gruppe, da habe ich weit über 1000 Schaden in den Weg gemacht. Ich geh mal auf den Marauder. Der ist dann super, muss man wirklich sagen. Ups, ich hoffe, ich stehe kein. Was ist mein CW-Lieblings in das Firmech? Das ist einfach der Bounty Hunter. Ja, auch mag ich. Den habe ich ja immer drin, Bounty Hunter 2. Ne? Wenn wir ES spielen. So, jetzt bin ich kritisch, alleine vom Turret aufmachen, ey. Aber die haben wir ganz gut, die beiden. Da hinten. Das andere ist ein Orion. Ja, das Problem ist, ich habe ja XL-Engine. Ich geh mal vor, ich müsste eine Standard haben. New target acquired. Ich muss ein Stück näher ran. New target acquired. Level critical. Ja, der Scheiße. Ja, ich versuch mal ein bisschen recht mit Feuerpunkt. Ach du Mann, bitte. Tut mir leid. New target acquired. Bin auf Himbeere. Heat level critical. Moment mal, ich hab keine LBX-Munition mehr, was geht da jetzt auf? Target destroyed. Wurde mir wieder ein Kill geklaut, ich raste aus. Ja, ich bin weg. Target acquired. Bin auf Joha. Bin auf, ja, Himbeere. New target acquired. Ich wieder geklaut wurde, ich fange an zu heulen. Ich weine. Thanks. Ah, Ferkel hier. Ich hab jetzt auch keine Muni mehr. Da stehen noch 2 oder 3 Mechs. Pass auf, da ist noch ein Target da. Ah, ich hatte keine Muni nie mehr und nur noch 2 Alibi-Laser. Warning, incoming missile. Johann ist wieder da. New target acquired. Winster hier. New target acquired. Aber hey! Wollen wir mal warten, bis die rumkommen, statt dass wir bald wieder mal so als... Sonst hauen wir uns gleich raus, glaube ich. Oder was meinst du? Ich meine, mir ist egal, wir können auch durchlaufen, aber... Ja, Schild, wir haben ein Kill-Lead. Oder entweder sind sie ein bescheuerter Premade, oder... Übrigens, ich habe ganz viel Seismic hier um mich rum. Dreimal Seismic. Irgendwas schießt hier auf mich von unten. Ja, also von ganz oben vielleicht, aber dafür stehen wir eigentlich zu nah an der Mauer. Was ist los? Ne, ich glaube hier ganz unten steht was, oder? Oder schießen die wirklich von oben runter? Also ich habe keinen Seismic, dann müsste der bewegungslos da stehen. Ne, die schießt was von oben runter. New target. Ein Schieter. Aber... Das können natürlich sein. 10, Charlie. Okay. Das Problem ist... Shit, und jetzt haben sie uns von allen... Ach, scheiße.
werde mal vorsichtig reinforcen, das scheint ja sowieso nicht so ein Ding zu werden. Nee, es sieht nicht so aus, als würde irgendwo Sammelpunkt. Können wir vielleicht wenigstens die Jungs unterstützen und versuchen, denen mal ein bisschen in den Rücken zu gehen? Ja, gehen wir wieder durch Beta oder gehen wir doch weiter? Sehr schön. Guter Schuss. Ja, Beta, würde ich sagen, wir verstärken die. Alles klar. Wenn wir sterben, könnten wir natürlich auch die Schnellen nehmen. Und zwar da hinten reizt die. Weil ich wette, links passt keine Sau mehr auf. Das hab ich nämlich jetzt. Nein, ich glaube, Alpha ist keine Sau. Nein, aber das sind ja, dann aber gehen wir da rein und machen die Turrets weg. Wir gehen da jetzt rein, okay. Machen die Turrets weg und fallen denen in den Rücken. Wenn die Turrets weg sind, dann können wir die ablenken und da reinballern. Genau. Da müssen direkt zwei Max stehen. Ey, das ist nie im Leben ein Premade. Bei uns auch nicht. Ich könnte auch nochmal, ich weiß gar nicht. New Target acquired. Ah, die sind noch recht frisch, sehe ich gerade die Handspeck. Scheiße, ich bin vorne und hinten rot. Macht aber heute auch wieder Spaß, ey. Target acquired. Aua. Aua, aua, aua. Wollen wir uns ein Stück, also ich weiß nicht, wollen wir uns zurückfallen lassen oder wollen wir hier stehen bleiben? Ich kann mich eigentlich kaum zurückfallen lassen, weil wir... Also solange ihr noch halten könnt, wäre jetzt nicht schlimm, wir sickern jetzt links rein. Ja. Ah, jetzt ist das nicht doof, aber... Oh, hier kam was runtergefallen, das sieht aus wie ein Arctic-Cheater. Ja, genau, der kam gerade runtergepurzelt. New target acquired. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, dass die rumkommen irgendwann und pushen, weil ich will nochmal ein paar SRMs abfeuern. Da. Oh, Raketen. Komm ich auf die Flanke. Tut sich hier was? Den Otto können wir umbringen. Ja, bin auf Otto. Mal auf den Center Torso, die sind da nicht sehr dick. Weiß der aber auch. Abhauen. Ja, das weiß der aber auch, ja. Ah, jetzt kommen ihre scheiß Freunde. Ja, waren halt nur zu zweit. Wenn ihr noch da seid, könntet ihr pushen. Right arm, critical damage. Okay. Die on the right side, push. Okay, wir pushen raus in 3, 2, 1, go. Ich tue Schilden mit dem Arm. Okay, okay. Lot of enemies on the left side. Ja gut, okay. Ich konnte nicht mal mehr in Alpha abfeuern. Ja. Es pusht, aber auch der Rest pusht nicht wirklich mit. Ach, weil sie dumm sind. Okay, dann setze ich mich mal auch mal in Katafakt ein. Ich habe auch noch einen. Ich habe einen 1X dabei. Klassisch 5 Mediums und eine. Ich glaube, eine AC-20 sogar. Ja. Mein 1X läuft auch ganz ähnlich. Mit 5 Impulslasern und einer AC-20 auch. Artillery Strike. Also mit Impuls dann. Aber ich habe den manchmal, muss ich sagen, fehlt mir die Reichweite hier fürs Action Play da. Also im totalen Brawl ist der richtig super, aber gerade gegen die Clans, wenn die so anfangen mit ihren ganzen Medium-Lasern und so auf 500 Meter. Ja, ist furchtbar. Muss halt. Ah, das ist ja. Jetzt scheiße. Mhm. Ja, der Rest, stand da so. Same Gate. Target spotted. Aber es sieht ja noch gar nicht mal schlecht aus bisher. Ja, aber wir hatten ja teilweise schon... Killlead meinst du, ne? Ja. Ich hab jetzt wieder mal ein Lernboot, wow. Also den... Two of our people have ran back in. That's bad. Wanna go Alpha Gate this time? Negative. Okay, dann halt ne. Warte es mal vom Alpha Tour. Ja, offensichtlich wollen sie nochmal Beta durchpushen. Ja. True, your guys never run back in. Ever. Affirmative. Ja, vor allem wenn sie ja wenigstens auch pushen würden. Wir können natürlich rechts reinrennen und wieder hinten am Rand stehen bleiben und warten. Affirmative. Ich sag mal so, die jetzt noch drin sind von denen, die sind mitunter wahrscheinlich schon ziemlich angekratzt. Also, es ist an sich noch so ein bisschen even. Ja, ich denke auch. Also, das können wir noch hinkriegen. Oh Gott, wir haben noch einen im ersten Mech und das ist ein Trial Raven. Ja,
Schrimm, denk dran, wir müssen diesen LAS-Reflex ein bisschen einhegen, dass wir immer gleich sofort denken, wir müssen unbedingt pushen. Wollt sie ja nicht wegbrawlen, aber als dann auf einmal 7 Leute bei uns waren, hättet ihr da hart in der Überzahl sein müssen. Ja, das war klar, dass der jetzt weg ist. Thanks! Denkt man sich schon so, ja, ihr seid hart in der Überzahl, ne? Ja, man hätte geschlossen pushen können. Ja, stimmt. Deswegen habe ich denen das ja gesagt. Wir hatten auch noch 2 Assaults hinten oder 3 sogar. Aber naja, aber wenn man dann lieber wartet und Angst hat, dann... Ja. Ich hätte halt mit dem Highlander echt mehr machen können, ne? Der ist mit 3x ist er im 6ern und nahezu 20 ist der im Nahkampf eigentlich ziemlich geil. Ja, total. Tödlicher Brawler, aber ja. Vor allen Dingen auch muss man gequirkt, die Dinger. Quatsch, gequirkt, ne? Na doch, klar, die haben ja Structure Quirks gekriegt. Ja. Das Ding hat jetzt mehr Rüstung als eine King Crab, ne? Ja, ja, ja. Also die sind King Crabs sind auch so geil. Also jetzt nicht fürs Faction, aber. Die Hardpoints sind so scheiße niedrig bei den Dingen. Ja, aber also trotzdem dafür, dass sie so mies sind, geht die mit 4-5er Ultras ganz schön ab. Mhm. Dazu kommt ja, je nach Konfiguration hat man ja auch 4 hochmontierte Energy Slots. Dann geht doch, die gehen doch Beta. Das ging's doch ja, aber ich glaube, der Hater will einfach nur haten. Na gut, die Idee ist nicht ganz so schlecht. Ich meine, die Gegner warten wahrscheinlich drüben immer noch, dass wir kommen und stehen noch genauso da, ne? Ja, und vor allem haben wir vorhin schon angefangen, hier Turrets wegzumachen. Ja, jetzt sind wir wenigstens Lanze, das passt schon. Bei einiges jetzt. Vielleicht schaffen wir es ja. If you go in, go and don't stop. Target spotted. Ach, danke für den Tipp. Target acquired. Ja, nun, manche wissen es nicht. Du weißt ja, wie es ist, Schrimm. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Leute stehen bleiben irgendwo und dann, Und der Bus kommt mal liegen nicht. Jetzt, ganz schön sind ja auch Leute, die nicht aufschalten. Das mag jetzt hier sein. Läuft noch ein Highlander von uns rum. Push, leer, push. Oh. Wollen wir versuchen, Ocean 1 zu holen? Acquired. Ja. Jetzt stehen. Das sind viele Gegner. New target acquired. Warning incoming missile. Man hat leider nur 90 A, die ich versuche halt jetzt gerade nicht abgegangen zu werden. Warning incoming missile. Also ich bin durch. Right torso critical damage. Ja. New target acquired. Heat level critical. Target destroyed. Nein, ich komme da nicht durch. Fick. Ich komme fast nicht durch. Target acquired. Heat level critical. Target acquired. New target acquired. Oh, what alles klar. Ja, hier pilotet einer einen Heavy Metal. Einzig cool an dem Ding sind seine Lautsprecher. Acquired. Target missile. Oh, jetzt schießt der aus. Ich hab die Channel ein bisschen angekratzt. Warning incoming missile. Target destroyed. Warning, haben die jetzt weiter gepusht? Nicht, oder? Target ja, das war klar. New target acquired. Guck mal, wenn man sie anschreit, pushen sie. New target acquired. Ah, jetzt haben die Nachdrop, jetzt wollte ich mich gerade hinten zum Ogen schleichen. New target Supernova. Acquired. Right torso destroyed. Ach du Scheiße, die stehen hier alle um die Ecke. Destroyed. Die protecten Ogen 1. Da stehen 4 Mann. Achtung, Night Gear, Martha. Hier hinten sind so viele Turrets, ne? Okay, der Hater kommt nochmal mit dem Atlas. Oh je, das ist überhaupt keine gute Idee, was hier bisher. Das hier hinten wird gar nichts, also. Nee. Weil hier sind alle doch alle Turrets, also du kannst auch keinen Light Rush oder sowas machen. Du kannst schon die Turrets hier hinten rauszunehmen, zurück, aber. Wenn's geht. Target spotted. Target acquired. Ich komme jetzt mal einem ECM Raven. Ja. Kann sich da irgendwie ran. Aber hinten stehen target halt alle spotted. Turrets noch. Das hat nichts rausgenommen. New target acquired. Aber siehst du, die haben sich da hinten jetzt festgefressen und da pieken sie jetzt so lange, bis sie tot sind. Thanks. Target acquired. Target spotted. Don't run in again. Regroup in F6. Affirmative.
Roger. Ich wäre ehrlich gesagt mal für einen Split-Push. New Target acquired. Ah, wenn du sie davon überzeugen kannst, ich glaube, der Hater sagt negative. Das kann sein. Das Problem ist halt immer hier die ganzen Pucks mit zu überzeugen. Got a bunch of turrets down and working on the generator, boys. Ach komm, jetzt soll der Geiz hier. Ich habe aber sowas, glaube ich, auch noch nie gesehen, sonst Split-Push, aber ich stelle mir das eigentlich ganz interessant vor. Wir machen das relativ target spotted. Ja, erst vor 4 Games haben wir das gemacht. Split-Push machen wir relativ häufig. Ja. Aber halt dann natürlich nicht im Puck, sondern wenn wir ab 10 Mann oder so, ne? Würde ich sagen, machen wir das dann meistens. Das geht ganz gut, wenn du dann 2 Lanzen nimmst, die machen quasi Ablenkung, die gehen rein und kämpfen halt relativ gut. Und eines liegt sich dann irgendwo anders rum. Aber das ist eine geile Karte, die taugt mir voll. Aber die ist furchtbar heiß und der Angriff ist sehr schwer. Ja genau, aber das, ich finde... Ja, die Karte ist schon nicht schlecht, das stimmt definitiv. Ich finde diese riesige Sonne im Hintergrund absolut toll. Ja. Der Aufbau vor der Festung, echt gut gemacht. Ja, diese, was ist das nochmal, ein blauer Zwerg oder so? Wie nennt man diesen Planet? Ich glaube, das wusste doch Kaspar mal, nicht? Hat uns das mal erzählt, aber gut. Roter Riese, ne? Und dann wird es zu einem weißen oder blauen Zwerg. Weiße Zwerge, ja. Was ich auch schön finde, ist, dass das hier nicht so schlauchig ist, weißt du? Weil alle anderen Karten haben ja meistens so 2 oder 3 Schläuche, wo du durchlaufen kannst. Ja. Hier kannst du halt mal zwischen den ganzen Gebäudekomplexen wechseln, wenn du es drauf anlegst. Ja, ich hoffe, man wartet da noch auf mich, nicht, dass ich jetzt gleich... Ich glaube auch nicht, dass du dir hier Sorgen machen musst. Wir werden gleich wieder langsam reintröpfeln. Ja. Oh Gott, bitte. Wir können aber trotzdem, also bloß unsere Gruppe, wir könnten schon, wenn jetzt die anderen auf Beta gehen, gehen wir auf Alpha und wenn die auf Alpha gehen, gehen wir auf Beta. Mhm. Da kommt was raus. Könnten wir dann schon machen. Wo? Alpha? Alpha, ja. Ja. Target acquired. Target destroyed. Ah, sorry, boys, you got me. Kommt vor. Should I really do a gen rush? I think. Affirmative. Idee, wenn alle Turrets stehen. Affirmative! Ja. Ben Rush mit einem Atlas und einem Mauler, das wird jetzt witzig. Are we going? Die gehen jetzt rein. Hold up, Mauler. Erstmal Beta gehen, ne? Ja. Also, wenn wir sozusagen einen autonomen Split-Push. Ja, versuchen wir mal. Das ist mein letzter Match, jetzt können wir es mal versuchen, ist scheißegal. Get out of there, man. Aber wir lassen die als erstes angreifen. Wir warten ein bisschen. Ah, wir dürfen nur nicht zu lange warten, ne? Ja, aber dass die ein bisschen abgelenkt sind und dann... Ja, vor allem wir brauchen Achtung, eure Fetten. Scheiße. Ja. Aber dann sind sie verwirrt, das ist gar nicht schlecht. Dann denken sie vielleicht, sie kommen, wir massieren uns hier beim Beta-Gate. Apropos, ich kann doch einfach noch ein UAV hochbringen. Hört sie mal ein UAV, dann sieht man es ja. Yo, push off and now. Jetzt kommen welche zu uns, das ist... Ja, weil die wahrscheinlich keine Ahnung haben, was ein Split-Push ist. Let's go, Bella. Come on, let's go. Doof sind, oder? Ja, nee, also, das ist wirklich ein Problem. Ich sag mal, meine Erfahrung, grundsätzlich, im Puck, also, das ist immer so. Die Kommunikation ist schwierig. Ja, da musst du schon so ein ganz strikter Anführertyp sein. Ja, du musst halt eigentlich wie Kaiser gleich am Anfang anpammen. Genau, ja, oder überhaupt so irgendwie dieses Charisma haben und dann diese Einstellung halt führen zu wollen. Dann geht das manchmal. Das hast du auf Clan-Seite wohl angeblich, hast du das ganz viel auch in Pucks, dass jemand einfach die ganze Scheiße in die Hand nimmt. Ja, los, hier, die ganze rechte Flanke ist frei. Ja, ich gehe mal ganz weit rechts, weil ich habe Blautschläser. Kennt ihr den Panzermagier? Ja. Der hat das drauf, der hat das drauf. Der klingt wie so ein SS-Brigade-General, wenn ich mal ehrlich sagen darf. Ja. Wenn ich ja nicht Center Court wäre, ne? So. Hallo, ich glaube, ihr Schweren müsst, wenn wir einen Rush machen wollen, halbwegs durchziehen, weil da stehen die Turrets, die müsst ihr wegmachen. Ja, das Problem ist, hier sind aber... Ja, okay, es kommen von hinten auch welche von draußen, ne? Ja.
Wie langsam kann man denn eigentlich sein, ohne Mist? New Target acquired. Ja, also ich glaube, das Sachen oder was? Ich weiß nicht, ob das jetzt so Sinn ist. Die werden von, sinnvoll ist, die werden von ihnen aufgegeben. Weil sie dumm sind. Ja, schon. Sollen schon sie, dann richtig. Halten sie wenigstens ein paar Gegner von uns ab. Na gut, okay. Das Problem ist, ich kann da jetzt hinten nicht hin. Ich bin Center Court und eine Zikade. Die können jetzt mit. Ja, das ist zu früh. Da hinten ist schon Morle oder was. Kommt auch, ja, da kommt auch noch ein Assault. Könnt zwar, aber ich bleib jetzt mal hier. Wir wollten ja den Ocean rausnehmen, wenn es geht. Alter. Ja, Eden Jack, Eden Jack. Ja. Ah, oh, hier, ja. Bin ich schnell genug. Komm schon. Wenn wir am Stück durchgezogen wären, hätten wir vielleicht eine Chance gehabt. Aber da wir ja immer warten und guckst dich laufen und. Hätten wir nur einen, leck mich doch in die Fresse geschissen. Target destroyed. New target acquired. Ja, der sieht auch recht buttrig aus. Oh ne, der ist alles andere als buttrig. Der ist noch gut dabei. Hilfe. Ja, ich schieße mal drauf. Alter, was geht denn mit euch ab hier? Ja, und vor allem, warum stehen denn unsere Leute immer noch am Tor? Was glauben die denn, was sie da vorne erreichen? New target acquired. Hinter uns, haha. Ja, ich bin auf haha. Oh, mein Haxen ist weg. Oh, jetzt werde ich gleich explodieren. Ist HH tot gewesen? Ja. Ja, ich bin weg. Oh nein, er ist gone. Aber so schlecht sieht es gar nicht aus. 23 zu 29? Dafür, dass wir jetzt hier attackieren mussten. Ja, ich sag jetzt noch, die sind genauso unkoordiniert wie wir. Ja. Heat level critical. New target acquired. Bleib mal zurück, Digga, dann, weil ich kann mit den 4 Medium-Lasern gerade nichts machen. Right arm critical damage. Heat level critical. Wundert mich echt, dass das irgendwie halbwegs überhaupt funktioniert, was wir tun. Na, es ist gerade eine glückliche Fügung am Werk. Aber wenn man das schnell durchziehen würde, dann könnte man das auch gewinnen. Jetzt nicht so haarsträubend, vielleicht, mal gucken. Heat level critical. Übrigens, der Gegner hat einen Disco. KK Timberwolf oben, Querzand. Ja. New target acquired. Heat level critical. Dieses dämliche Clipping an den Ecken, der wäre, ne? New target acquired. Ja, oh, jetzt sind sie dran. Jetzt sind sie dran. Vielleicht schaffen sie es noch. Bitte der Assault sein, der da steht, den sie nicht beachten in E4. Der Atlas vom Ding. Ja, ja, ich sehe ihn schon. Da einfach ein Atlas reinlaufen, das du beachten die nicht, ey. Ja, die waren jetzt abgelenkt, aber schon von links. Jetzt so schlecht, hätte es schon gescheit funktionieren können. Los, wenn sie den wirklich down kriegen würden, wäre das jetzt schlecht. Ja, Shrimp, lauf rein. Du machst den Rest fertig. Ah, ich vielleicht doch lieber regroup. Oh, der Gegner hat aber auch schon einen Perma. Ist die Cannon wirklich offen? Noch, Omega geht erst auf. Jetzt gleich. Jetzt. Komm schon, vernichte die. Nominal. Sollten wir aber trotzdem nochmal groupen, ne? Ja. Ja. Was habt ihr noch? Blackjack. Blackjack Long Range und Lerm Support. Also 2 LER Large Laser und 4 LRM5. Ich hab einen Warhammer, 3 LRM10er und Medium. Ja, da könnten wir doch vorher ganz gut massieren. Also ich hab ein Heat Management von 1,95. Wenn ich vor die Kanone komme, knall ich sie ab. Ich hab einen feuchten Scheiß. Mein Heatmanagement ist im Eimer, also ich muss mich entscheiden, was ich abfeuern will. Ah, anscheinend stürmen wir da jetzt einfach rein, so wie es aussieht. Ja, der eine wartet da auf den 6, aber das ist ein leichter. Don't go all in one by one, you're getting picked off and we achieve nothing. Regroup outside, one final push on the cannon. Der sollte jetzt auch besser funktionieren, wir liegen nämlich mit 2 im Rückstand. Affirmative! Der Disco ist wieder da. Affirmative! 2 Minuten.
Oh, das sind schon welche. Aber wir, ich hoffe, dass wir warten, also dass wir wirklich alle zusammen reingehen und nicht, dass die jetzt tröpfeln da. Ja, aber unsere Zeit. Ja, aber hör mal, wenn alles andere macht keinen Sinn, würde ich persönlich behaupten. Ja, so 30 Sekunden würde ich sagen, können wir noch warten, aber genau. Dann sollten wir wirklich gehen, sonst kommen wir nicht mehr an. Beta geht, ist glaube ich sicherer, ne? Da kommt man mit mehr Deckung bis zur Kanone, oder? Ich würde sagen. Ja, aber der Weg ist auch weiter. Macht eine Ansage, wir müssen uns jetzt entscheiden, wir müssen rein. Ich würde sagen, wir gehen Alpha. Bis der Assault da hinten kommt, der ist vorbei. Ja, den kannst du vergessen, wenn der jetzt mit 50 Klamotten push Alpha angezogen. Gate, go directly to the cannon and only shoot the cannon. Ja, wait. Enemy combat IG system disabled. Yeah, I'm coming. Wait, don't rush. We don't have time to wait. Oh yeah, you we must go in now. 1 minute left. Go in now. Push Alpha Gate, push to the cannon. And don't stop. Don't bother shooting planners. Yeah, just shoot the cannon. Fuck the enemy. Der Hater, der eben Deutsch gesprochen hat, der hat einen russischen Dialekt, kann das sein? Ja, kann schon wirklich sein. Vielleicht ist er Deutsch-Russe. Das könnte auch. Ist das nie Russland-Deutscher? Oder auch Wolga. Deutsch-Russe, Russland-Deutscher. Von mir aus kann er auch Falke sein oder sowas. Ja, vielleicht hat er einfach bloß zu viel Wodka getrunken. Ey. Ich hab so viel Wodka getrunken, ich bin aufgewacht mit russischem Akzent. Ja, aber ich kann sagen, boys don't start, just go. Na je, 40 Sekunden. Nee, das ist unmachbar. Ja, one hit, it doesn't matter. Das schaffen wir nicht mehr. Jetzt stehen die auch alle vor der Target spotted. Target acquired. Heat level critical. Genau, Jason. Oh, jetzt werde ich hier weggelernt. 20 seconds, boys. New target acquired. Right arm critical damage. Ja. Trotzdem kein schlechter Versuch insgesamt. Ja. Also ohne konkrete Führung war das eigentlich schon gut. Ja. Ja, es war knapper als ich dachte. Ja, es ist echt knapp. Ja, aber mit ein bisschen mehr Koordination hätten wir das wirklich. Gut, ja, ich glaube, wir haben es beim ersten Push versaut, ne? Wir hätten da wirklich mehr pushen müssen. Ja, das ist interesting. Und close. Ah, ja, gut.